Und jetzt machen wir die Zündung an. Keine Ahnung. Jo, boah, guckt euch das mal an. Jo, boah, guckt euch das mal an. Himmel, die Berge sind. So, jo, ich habe nochmal geschaut und habe mir das genauer angeguckt. Ja, und guckt euch mal diese Sicherung an, ey. Mit 20 Ampere habe ich da gefunden. Ja, und ja, die ist schon so ein bisschen rostig. Da vor allen Dingen. Ne, und ja, die war einfach mal so, ja, in einem Roller drin, ne? Und da stand auch Wasser drin. Ja. Das haben wir Gott sei Dank beseitigt, das Wasser, ne? Weil ich eigentlich das Schloss austauschen wollte, da habe ich auch gemacht. Und ja, dann beim Ausschrauben von dem Deckel, da war halt Wasser zu sehen. Ich hab's entdeckt. Mein Schatz hat das entdeckt und ja. Ne? Ja. Genau, also hier neue Sicherung ist jetzt drin. Plus nochmal eine Ersatzsicherung mit 10 Ampere. Ne? Und eigentlich gehören da 8 Ampere rein, aber die gab's nicht. Aber ja. Ne? Genau. Ja, das ist übrigens Roller Tagebuch Tag 12 mittlerweile. Ne? Und ja, jetzt wird das alles verbaut. Und dann, ja, bis gleich. Keine Ahnung. Ach so, und die Kontakte, da habe ich auch noch schön abgeschliffen. Da war auch ein bisschen verrostet. Ne? Da und da habe ich schön abgeschliffen, so gut es eben geht. Ja, und jetzt wird das Ganze angeschlossen. Viel Spaß. Bis gleich. So. Liebe Leute. Ja, jetzt ist alles angeschlossen, so wie es sein soll. Auch mit der ja, neuen Sicherung. Genau. Was ich auch noch gemacht habe zusätzlich, ist hier diese Kontakte abgeschliffen, plus und minus. Eine Sicherung hat er jetzt bekommen, plus eine Ersatzsicherung. Weil die mit 20 Ampere, das ist viel zu viel. Und, genau. Ich bin auch durcheinander. Ja, jetzt mal gucken. Der anspringt. Ob er, ja, halt anspringt. Beziehungsweise, was ich festgestellt habe, ist, dass die Benzinanzeige nicht sofort geht, ne, bei den alten Sachen. Und jetzt, ich mach mal die Zündung an. Da. Ja, geht nicht. Geht sofort. Ne? Ja gut, ich muss noch tanken. Ja, genau. Und jetzt erstmal das zuschrauben, nicht, dass da noch mehr Wasser reinkommt. Und dann gucken, wie er anspringt. So. Jetzt ist hier auch alles wieder an Ort und Stelle. Ja gut, bis auf hier diese Schraube. Ja, die lässt sich einfach weiter drehen. Ist ein bisschen doof. Naja, vielleicht kaufe ich da noch mal eine dickere Schraube. Ja, und dann ja, geht das schon, ne? Aber zu dick natürlich auch nicht, weil sonst platzt das Plastik auf und ja, muss ich wieder kleben. Naja, jetzt mal gucken, wie er anspringt. Kaltstart. Genau. Nach fast einer Woche Standzeit draußen. Das sieht man auch. Ne? Da, das sieht man auch so ein bisschen. Das ist ein bisschen doof. Naja, aber
Naja, genau. Jetzt mal gucken, wie er anspringt, ohne dabei Gas zu geben. Jawohl, er ist sofort da. Ne? Der Wahnsinn. Hammermäßig. Richtig geil. Ey, der ist besser als die Sim. Cool. Ist sofort da. Und qualmt wie Sau, ist ja auch falsch schnarcht. Wahnsinn, richtig geil, richtig geil. Richtig cool. Jo. Ja, genau. Ja, das war's erstmal. Also wie gesagt, Fahrvideos kommen noch. Ne? Von meinem Roller. Auf jeden Fall, wenn die GoPro mal besser funktionieren würde. Und ja, ne? Genau. Ja, aber boah, Wahnsinn, ey, wer sowas hier. Verbaut. Oh Mann, ey. Wahnsinn. So, könnt ihr das nochmal erkennen? 20 Ampere, ey. Oh Mann, ey. Warum? Na, und dann so dick. Komplett unnötig. Oh Mann. Naja. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau, wie gesagt, Fahrvideos kommen noch. Und ja, es gibt noch einiges zu tun. Wie gesagt, ich wollte hier nochmal neuen Schlosssatz einbauen. Ne, da habe ich den drin. Neuen Schlosssatz einbauen. Dann nochmal hier was kleben an der Frontverkleidung. No, aber es kommt alles noch. Ne? Ja, dann würde ich sagen, dann bis zum nächsten Roller-Tagebuch. Ciao, Leute. Mhm.